Servus und willkommen zu Zukunftsmacher, heute mit Lea Steinacker. Sie ist KI-Forscherin, Unternehmerin und Buchautorin. Sie hat ein wunderschönes Buch mitgeschrieben, Alles überall auf einmal und wie uns vielleicht die KI denn dabei behilflich sein kann. Meine erste Frage, müssen wir denn alles wirklich auf einmal können und wollen? Wir müssen nicht alles überall auf einmal wollen und auch nicht können. Dabei wird uns ja unter anderem eben die künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich helfen. Aber ich glaube, es hilft, ein Verständnis dafür zu entwickeln, auf wie vielen Ebenen die künstliche Intelligenz tatsächlich unser Leben verändern wird. Wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten, wie wir interagieren, wie wir kommunizieren. Es gibt so ein Sprichwort, was auch hier gut passt. Das ist auf die Technologiegeschichte bezogen. Roy Amara, ein Computerwissenschaftler, hat das vor langer Zeit schon mal gesagt. Wir unterschätzen oft die Auswirkungen von Technologie auf die lange Sicht. Wir überschätzen sie auf die kurze Sicht. Das ist so der Hype, den wir oft gerne kreieren, auch aktuell, auch der Hype um künstliche Intelligenz. Aber wir unterschätzen die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auch auf die lange Sicht. Da sind Miriam Meckel und ich uns eben auch sicher, weil sie alles überall auf einmal verändern wird. Dazu mal eine provozierende Frage, und zwar ist denn weniger KI nicht vielleicht sogar ein Mehr an Menschlichkeit? Weniger KI, mehr Menschlichkeit. Ich würde sagen, ganz provokant zurück, dass KI uns auch mehr Menschlichkeit bescheren kann. Vor allem, weil jede Technologie ja eigentlich wie so ein Spiegel ist. Und KI ist das ganz besonders, weil sie spiegelt uns die Daten wieder, die Informationen wieder, die wir eingefüttert haben. Sie spiegelt uns oft auch ein Bild der Realität, ein Weltbild wieder. Und eigentlich ist das für uns eine Aufforderung, jetzt sich noch bewusster zu machen, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Ich gebe mal zwei Beispiele. Wir sprechen ja von künstlicher Intelligenz, wenn wir, so ist es in der Geschichte immer gewesen, wenn wir davon reden, kognitive Fähigkeiten von Menschen, also beispielsweise Prozesse unseres Gehirns in eine Maschine zu kopieren. Das war immer schon so die Idee, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Wir sehen das in alten Texten, auch in verschiedenen kulturellen Kontexten. Immer wieder haben die Menschen versucht, so eine Maschine zu bauen, die irgendwie das kopiert, was bei uns im Gehirn passiert. Und eigentlich, wenn wir uns wirklich mal anschauen, wie wir Menschen denn menschlich funktionieren, dann ist das eben nicht nur das Gehirn. Wir haben beispielsweise ein Organ, was wir gerne ja auch das zweite Gehirn nennen, unseren Darm. Der ist zum Beispiel in der Produktion von Hormonen total wichtig. Das heißt, wir funktionieren in unserem Alltag ja nicht nur, weil hier Prozesse ablaufen, die wir womöglich als Gedanken wahrnehmen. Wir sind ein total besonderes Wesen. Wir sind ein Organismus, der biochemisch und kognitiv funktioniert. Das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Prozessen. Also das ist mein erster Punkt. Ich würde sagen, wir sind als Menschen immer noch ein wirklich sehr ja, besonderes Wesen und wir können eben das auch noch mehr feiern, wenn uns bewusst wird, was die Technologie als Abgrenzung von uns eben kann. Und als zweites Beispiel nehme ich immer gerne unsere Gefühle. Eine KI zum Beispiel kann die Worte aussprechen, sie auf dem Bildschirm zeigen oder sie mittlerweile eben auch schon aussprechen, dass sie etwas fühlt. Die kann sagen, ich bin sauer. Faktisch ist das aber nur eine Reproduktion von Worten. Da wird nichts gefühlt. Sie hat aktuell gar nicht die Sensorik, etwas zu fühlen. Und das sind so zwei Punkte. Einmal unser biochemisches System und im Alltag, das kennen wir, glaube ich, alle unsere Gefühle, die uns zeigen, wir Menschen sind dann doch noch was anderes als das, was wir mit künstlicher Intelligenz überhaupt versuchen zu bauen. Und ich würde sagen, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, können wir dann im Nachgang viel menschlicher sein, weil wir uns der Unterscheidung überhaupt erst bewusst sind. Welche Chancen siehst du denn darin in der künstlichen Intelligenz und wie ist denn auch für uns als Mensch die passende Dosierung? Die künstliche Intelligenz, das muss man erstmal vielleicht noch eingrenzend sagen. Das ist ja so ein Begriff, wo viele an einen Roboter denken oder an eine Einheit, ein Wesen, was auf einmal eben alles kann, was wir Menschen können. Und eigentlich ist es natürlich viel simpler. Es ist natürlich komplex in der technischen Umsetzung, aber
KI, wie wir sie aktuell haben, das sind ganz konkrete Anwendungen. Viele davon kennen wir ja auch schon im Alltag. Also, wenn jemand schon mal einen Film auf Netflix gesehen hat, dann wurde der im Hintergrund von einer KI-Anwendung empfohlen. Wenn jemand schon ihr Handy beispielsweise mit dem Gesicht, mit der Face-ID geöffnet hat, dann war das auch KI. Bei Google spielt KI schon lange eine Rolle im Hintergrund. Wir haben ganz viele Punkte, sogar Spam-Filter bei einem E-Mail-Eingang. Das sind alles schon KI-Anwendungen. Also das ist erstmal wichtig zu verstehen. Und ich glaube, bei diesen Beispielen merkt man sofort, du hast gefragt, was für Chancen sieht man da? Nun, all diese Beispiele haben uns im Alltag, glaube ich, an beispielsweise Effizienz einiges schon eingebracht. Wenn wir überlegen, wie viele bei mir hunderte von E-Mails ausgefiltert worden sind, weil sie tatsächlich Spam waren, weil sie nicht relevant für mich waren. Oder wie unsere Informationen mittlerweile vorsortiert werden, weil es so viele Datenpunkte und so viele Informationen eben gibt, die wir möglicherweise konsumieren könnten, sodass also die KI im Hintergrund uns nach Relevanz und auch nach Glaubwürdigkeit gewisses schon vorsortiert. Und es gibt natürlich jetzt mit der neuen Art der KI, man nennt es auch die generative KI, also die erzeugende künstliche Intelligenz. Das heißt, es wird nicht nur sortiert, sondern es wird sogar Neues geschaffen, neuer Inhalt, Texte, Videos, Stimmen. Wir sind mittlerweile in der Lage, menschlich nachzuahmen oder künstlich nachzuahmen, was wir Menschen eben können in Text und Stimme etc. Und was kann uns das bringen? In welcher Dosierung? Ich glaube, wenn wir lernen, diese Anwendungen, diese KI-Anwendungen so zu nutzen, dass sie nicht unseren Arbeitsplatz ersetzen, sondern Arbeitsschritte bereichern. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir machen das zum Beispiel oft so, wenn wir große Gruppenmeetings haben, dann kann man das aufnehmen, man kann die Tonspur aufnehmen, mit jedem Handy ist das möglich, und dann in eine der aktuellen KI-Anwendungen hochladen und die KI bitten, ein Protokoll anzulegen, das Meeting zusammenzufassen und gleich auch noch die ganzen To-Dos der einzelnen Mitglieder im Team aufzulisten und vielleicht auch noch E-Mails zu entwerfen an jedes Mitglied im Team, was denn jetzt in der nächsten Woche Priorität haben sollte. Alles basierend auf dem Meeting, was wir wirklich menschlich hatten. Aber wir brauchen eben in diesem Fall diesen Arbeitsschritt des Protokollierens nicht mehr, weil die KI natürlich sehr genau zuhört und auch sehr gut synthetisieren kann, also zusammenfassen kann. Sprich, ich sehe eine riesige Chance, wenn es um Effizienzsteigerung geht. Und das ist vielleicht ein bisschen kontroverser, ich glaube auch, dass es die menschliche Kreativität auf eine neue Ebene heben kann, wenn wir gemeinsam mit künstlicher Intelligenz entwerfen. Gib mal ein Beispiel. Es gibt den deutschen Fotografen Boris Eldachsen. Der hat mit seinem Bild, das heißt The Electrician, einen großen Preis gewonnen und hat dann im Nachgang bekannt gegeben, dass er das nicht mit einer Fotokamera gemacht hat. Es ist ein beeindruckendes Bild. Es sieht aus wie ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber Boris Eldachsen hat gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst, das habe ich mit einer KI entworfen. Aber nicht nur in 10 Sekunden mal eben schnell, sondern das war ein langer Prozess. Ich habe immer wieder am sogenannten Prompt, also an der Texteingabe, gefeilt, um zu gucken, was macht der Computer daraus. Das heißt, er sagt, es ist vielleicht nicht Fotografie, aber eine neue Form, nämlich Promptografie, also eine neue Kunst. Er sagt ganz klar, wenn wir die Technik mit der menschlichen Kreativität zusammenbringen, dann entsteht Neues. Und ich glaube, da ist was dran. Also, das sind nur zwei Beispiele. Effizienz, also wenn wir uns Produktivität angucken, aber auch das Thema Kreativität, da sehe ich riesige Chancen, wenn es um die KI geht. Jetzt lass uns gerne mal neben den Chancen über Risiken und natürlich ethische Dilemmata sprechen. Was ist denn das große Risiko, beziehungsweise auch ein Dilemma, in dem wir mit der KI stecken? Also erstmal ist hier ganz wichtig zu verstehen, KI, wie jede Technologie, ist von Menschen gemacht. Es gibt einen ganz wichtigen Satz, den hat Melvin Kranzberg 1986 mal gesagt. Technologie ist weder gut noch schlecht, noch ist sie neutral. Und der letzte Satz ist, glaube ich, oder der letzte Teil des Satzes, des Nebensatzes ist sehr, sehr wichtig. Warum? Das bringt uns nämlich zu dem ethischen Dilemmata. Denn Technologie, so sagt er, ist weder gut noch schlecht. Es kommt erstmal natürlich darauf an, wie wir sie nutzen. Aber sie ist auch nicht neutral. Menschen haben schon ein gewisses Bild der Technologie und auch der Welt in diese Technologie
reinkopiert. Geben wir mal ein Beispiel. Man kann einen Hammer dazu nutzen, einen Nagel in die Wand zu hauen. Man kann einen Hammer leider auch dazu nutzen, jemand anderes den Kopf einzuschlagen. Und das ist jetzt erstmal der erste Teil des Satzes. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist erstmal einfach nur ein Hammer und der Mensch nutzt ihn. Aber der Hammer wurde auch auf eine bestimmte Art und Weise gebaut. Warum ist da oben so was ganz Schweres dran, was eben auch eine Waffe sein kann? Das war ja eine menschliche Entscheidung, die wahrscheinlich noch nicht so abgewägt hat, hu, ich möchte einen Nagel oder ein schweres etwas in die Wand schlagen, aber hoch kann ich damit eventuell auch jemandem Schaden zufügen. Du siehst, auch das ist ja schon eine Abwägung und das ist nur ein Hammer. Bei der KI haben wir wirklich große gesellschaftliche Fragen, die aufgeworfen werden. Also ich gebe mal ein Beispiel, weil es in diesem Jahr 2024 sehr relevant ist, weil wir uns in einem Superwahljahr befinden. Über 80 Wahlen wird es in diesem Jahr auf der ganzen Welt geben. Über die Hälfte der Weltbevölkerung wählt 2024. Und das bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, was es heißt, wenn Technologie sehr viel mitkommuniziert. Also wir haben eine Technologie jetzt mit der generativen KI, die sehr schnell, sehr individualisiert Inhalte entwerfen kann, die nicht real sind. Beispielsweise Fotos, die aussehen, als sei es der Papst am Strand. Oder nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, was, wenn wir eine Staatsoberhäuptin mal nehmen, die womöglich in einer Situation gezeigt wird, in der sie so nie war. Und diese Bilder, diese Videos, diese Stimmen, diese Texte, die können sehr, sehr schnell kreiert werden und dann in der Welt verteilt werden. Und wir merken schon, hier lauert also ein Risiko unter anderem der wirklich skalierten Desinformation. Ich gebe mal ein Beispiel. Es kam kürzlich raus, vor wenigen Wochen, dass der AfD-Kreisverband Göppingen mit Postern Wahlwerbung betreibt, die komplett von einer KI generiert worden waren. Da sah man eine Frau, die angeblich Dr. Stefanie Müller heißt. Und dann gab es so ein Zitat, was sie angeblich eben über die AfD schwärmend gesagt hätte. Diese Frau gibt es nicht. Die wurde einfach schlicht von einer Technologie generiert. Und die AfD hat das dann auch zugegeben und hat gesagt, aber solche Menschen gibt es ja irgendwie. Und da sehen wir, das verändert ja unser politisches Miteinander, das verändert unsere Kommunikation. Also das erste Risiko ist meiner Meinung nach, dass wir mit dieser KI auf der einen Seite tolle neue Inhalte erschaffen können, die aber auf der anderen Seite auch von uns Menschen für böse Zwecke genutzt werden können. Das ist schon mal ein Risiko. Ein zweites, das ist so ein bisschen inhärent in dieser Technologie auch mit drin. Es geht ja bei der KI darum, gewisse Prozesse zu automatisieren, also sie möglichst automatisch so zu gestalten, wie wir Menschen sie auch sehr schnell im Gehirn prozessieren. Und wir können uns natürlich vorstellen, dass es einige Entscheidungen und Prozesse im Leben gibt, die wirklich moralisch nicht einfach zu entscheiden sind. Ich gebe mal ein ganz schwieriges Beispiel. Das ist im militärischen Kontext, wenn es darum geht, Leben oder Tod, sollen wir abfeuern oder nicht? Und da steckt natürlich ein Dilemma drin, wenn wir sagen, wollen wir das nicht an eine Maschine delegieren? Das geht schneller, das ist effizienter, vielleicht ist das sogar akkurater. Aber sind wir wirklich damit einverstanden, dass die moralische Verantwortung, die Rechenschaft danach, wenn etwas schief geht und auch die Verantwortung, beispielsweise ein Menschenleben zu nehmen, dass das einer Technologie überlassen wird? Also du siehst, es gibt gewisse gesellschaftliche Themen, die einfach inhärent in dieser Form von Technologie natürlich drin sind, über die wir meiner Meinung nach noch viel mehr diskutieren müssten. Ein Thema, das sicherlich extremst komplex und sehr vielschichtig ist. Deswegen frage ich dich an der Stelle konkret, trotz aller Möglichkeiten, ohne sie zu bewerten, die uns KI an der Stelle bietet, welches Maß an Menschlichkeit sollten wir uns auf jeden Fall bewahren? Ein durchaus sehr großes Maß. Also ich habe mir die Geschichte der KI ja gemeinsam mit Miriam Meckel wirklich auch sehr intensiv angeguckt. Ich beschäftige mich damit jetzt schon seit über 10 Jahren, habe meine Doktorarbeit dazu geschrieben. Ich war also wirklich tief drin in diesem Thema. Und es wird immer wieder klar, dass das eigentlich nur eine limitierte Version von
uns als Menschen sein kann, diese Technologie. Denn sie hat beispielsweise auch etwas ganz Besonderes, nicht was wir haben, und das ist das menschliche Bewusstsein. Wir sind uns ja noch gar nicht dem bewusst, was da alles passiert in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein. Da gibt es sehr viele Theorien, sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen, und dennoch können wir es immer noch nicht auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir haben in der Geschichte gesehen, dass wir erst Computer bauen wollten, die so sind wie wir Menschen. Und dann in den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr angefangen, wir Menschen uns immer mehr zu verhalten wie Computer. Wir lassen uns maschinisieren, weil wir beispielsweise etwas mal verarbeiten müssen, wie eine Festplatte. Oder man sagt, wenn jemand besonders schnell ist, Mensch, die funktioniert aber wie eine Maschine. Also wir eifern eigentlich aktuell ja den Computern nach. Und Miriam und ich machen ganz klar ein Plädoyer dafür zu sagen, nein, wir müssten wieder mehr menschlich werden. Lasst uns die Computer genau dafür nutzen, wo sie gut drin sind. Sie sind in einigen Dingen, in einigen Arbeitsschritten definitiv schon schneller und besser und akkurater als wir Menschen, nur um das ganz deutlich zu sagen. Beispielsweise in der Bilderkennung. Es ist in der medizinischen Diagnose mit einer KI viel schneller und akkurater möglich, eine Krankheit zu erkennen, beispielsweise Krebs auf Bildern zu erkennen. Das ist grandios. Dafür sollten wir sie nutzen. Aber es gibt sehr, sehr viele Aspekte des Lebens, die nicht auf Schnelligkeit und auf Effizienz ausgerichtet sind. Und deshalb sollten wir uns ein großes Maß an Menschlichkeit behalten. Vielen Dank, Lea Steinacker, mit diesem Plädoyer für Menschlichkeit im Zeitalter der KI hier bei uns aus der Villa Lessing bei Zukunftsmacher. Ja, und Lea, ich freue mich mega, wenn wir es schaffen, irgendwann im Herbst, Winter uns in der Villa Lessing persönlich zu sehen. Danke. Ebenso, vielen Dank.